Nach der geradezu grotesken Kapitulation der Bank of Japan denken jetzt alle, wow, jetzt ist alles vorbei, jetzt kann es wieder nur nach oben gehen, ist alles gut, ist alles schick. Aber ein Blick in die Börsengeschichte zeigt, die Wahrscheinlichkeit dafür, dass jetzt schon wieder alles gut ist, ist nicht sehr groß. Vielmehr ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass wir nochmal die Tiefs ansteuern, die man dann allerdings wahrscheinlich kaufen kann. Das mindestens zeigen die Ereignisse der letzten Schockabverkäufe und das, was wir gesehen haben mit dieser Enthebelung, mit dieser Auflösung von Carry Trades, mit diesem zweistelligen Fall des Nikkei, der vorher ja schon massiv unter Druck war. Das war schon ein Schockereignis, das sich gewaschen hatte, sichtbar in diesem massiven Anstieg des WIX. So selten oder selten ist der WIX so krass angestiegen in den letzten Jahren. Jetzt ist der WIX wieder sehr stark zurückgekommen, die Aktienmärkte sind gestiegen und jetzt wird wieder alles gut. Da habe ich meine Zweifel. Es werden jetzt wahrscheinlich jene US-Privattrader, die am Montag panisch verkauft haben, die jetzt sich denken, shit, da habe ich die Nerven verloren, jetzt muss ich doch wieder bei der Rallye dabei sein, die springen dann zu spät auf und die werden dann nochmal zur Schlachtbank geführt. Das ist eine Spezialität der Wall Street und die Institutionellen wie Hedgefonds, die haben am Montag den Dip gekauft, die sitzen auf dicken Gewinn, die werden dann aussteigen, während die Privattrader einsteigen und diese Privattrader werden dann aus meiner Sicht mit einer guten Wahrscheinlichkeit nochmal rasiert, aber es kann natürlich auch alles anders kommen, aber das zumindest ist ein Muster, das wir immer wieder nach solchen Abverkäufen sehen. Starten wir mal hier mit ein paar Charts, 1987, 2011, 2018, 2015, das sind solche externen Schocks gewesen oder als es solche Crashes gab, solche massiven Abverkäufe gab und wir sehen jeweils, es wurde nochmal das Tief angesteuert, das war 87 so. 2011 haben wir das Tief sogar leicht unterschritten, nicht ganz erreicht haben wir das Tief dann nochmal 2018 und 2015, aber schauen wir uns auch mal hier den Verlauf des Corona-Crashes an, 2020, da hatten wir immer wieder massive Rallyes zwischendurch, ein halbes Dutzend, also 6 Stück von mindestens 4% waren da, aber dennoch ist es insgesamt um 30% nach unten gegangen. Wenn Volatilität mal anspringt, dann ist sie schwer schnell wieder zu kontrollieren. Früher oder später wird das passieren, aber normalerweise eben nicht schnell. Deswegen dürfte das Ganze noch nicht vorbei sein. Und hier nochmal zu diesen Retail-Investoren in den USA, den Retail-Tradern. Die haben in diesem Dip kapituliert, die haben den Weg des größten Schmerzes hinter sich. Die sind ziemlich dick im Minus, jetzt auch seit Jahresbeginn. Jetzt sehen die Kurse wieder steigen, denken sich, oh Mann, da muss ich doch jetzt dabei sein. Das war echt ein Fehler von mir. Jetzt schnell rein, es wird ja alles wieder nach oben gehen. Wir sehen, Retail hat 1 Milliarde verkauft, das ist für Retail schon eine ganze Menge, institutionelle haben 14 Milliarden gekauft am Montag. Institutional Investors bought the dip, Retail Traders sold aggressively, wie es hier heißt. Und rechts unten sehen wir, es lag auch daran, dass Handelsplattformen wie Robinhood oder Charles Schwab teilweise nicht nutzbar waren. Rechts sehen wir, dass kurz vor dem Crash noch massiv Geld in gehebelte ETFs auf US-Halbleiter Indizes wie den SOX geflossen ist, auf gehebelte Long-Produkte, auf den Nasdaq etc. Die sitzen tief unter Wasser, wenn sie nicht schon raus sind. Oder sie sind drin geblieben und hoffen, dass sie da noch einigermaßen mit einem blauen Auge davonkommen. Und die Wall Street, die ist in ihrem Muster immer wieder ähnlich. Man kassiert das Geld der kleinen Fische. Man muss sich ja das Ganze vorstellen wie ein Haifischbecken. Und wir kleinen, wir nicht großen institutionellen Player und Trader, wir können immer nur so ein bisschen die Happen uns schnappen. Das kann sehr lukrativ sein, ist aber gefährlich, weil du in einem Haifischbecken bist. Und hier sehen wir, dass natürlich auch die Wall Street teilweise auf die Mütze kriegt oder Player an der Wall Street. Wir sehen, dass meistens die Complacency, also die Vertrauensseligkeit, der Optimismus gerade vor tiefen Einbrüchen besonders groß ist. Das ist das Muster und was mir fehlt derzeit ist der Pessimismus, ist die negative Stimmung, ist alles wieder tolle Stimmung, alles wieder gut und das ist keine gute Voraussetzung. Hier zum Beispiel der Dauerbulle Tom Lee mit Fundstrat, der sagt, ja, das, was da am Dienstag passiert ist, das war doch sehr konstruktiv. Das zeigt, dass das Schlimmste jetzt vorbei ist.
und man unbedingt wieder kaufen sollte, okay, kann man ja versuchen. Michael Guyatt dagegen sagt, naja, sie werden intervenieren, das hat er schon vorher gesagt, und das wird für einen Moment funktionieren, dann werden alle wieder reingehen in diesen Markt und dann wird das Ganze nicht mehr funktionieren und der Schmerz wird dann nochmal größer. Mal sehen, ob der gute Mann Recht behält, so oder so. Es ist schon bezeichnend, dass die Auflösung des Carry Trades die Märkte deutlich heftiger getroffen hat als geopolitische Katastrophen wie die Invasion der Ukraine durch Putin, wie diesen Nahostkonflikt, Hamas, Israel, Iran und so weiter. Das scheint überhaupt keine große Rolle zu spielen. Was wirklich entscheidend ist, ist Mechanik, sind diese Carry Trades. Die können die Börsen bewegen. Aber jetzt natürlich die Forderung auch, Mensch, wenn es dumm kommt, dann muss die Fed in einer Notfallsitzung ja die Zinsen deutlich senken. Jetzt sehen wir mal, dass bereits gestern die Financial Conditions sich wieder extrem aufgelockert haben. Das war jetzt der größte Sprung, die größte Lockerung der Financial Conditions bereits gestern, von heute noch gar nicht zu reden, seit dem Corona-Crash 2020. Warum sollte da also die Fed die Zinsen senken? In einer Notfallsitzung, das macht sie wahrscheinlich mit einem kleinen Schritt im September so oder so. Goldman Sachs hat jetzt gesagt, naja, vergesst diese Emergency Rate Cut Hope. Und es ist ja auch, wenn man sich die Aktienmärkte anschaut, da hast du mal einen kleinen Rücksetzer und alle fangen an zu weinen, zu sagen, oh Papa, Mama, bitte helf uns, senk jetzt schnell die Zinsen, so wie wir das am Montag teilweise gesehen haben. Gucken wir uns mal das saisonale Muster an im S&P 500, dann sehen wir, dass wir da ja deutlich performt haben als in den normalen Wahljahren oder Nicht-Wahljahren oder Nachwahljahren. Auf jeden Fall sind wir da massiv nach oben geschossen, kommen jetzt zurück, sind aber dennoch in der Performance besser, weit besser als im Durchschnitt der vergangenen Wahljahre, die wir gesehen haben seit dem Jahr 1949. Also es ist jetzt nicht wirklich so, dass das eine Katastrophe bisher ist, aber wir sehen eben auch auf der anderen Seite, und das ist der Punkt, der vielleicht dann an der Wall Street nochmal reinknallen wird, nämlich, dass die Rezession kommt. Wir haben Aussagen jetzt gehabt von dem Disney-Chef oder dem Finanzchef von Disney, der sagt, ja, die geringeren Einkommensgruppen, die nutzen zum Beispiel weniger unsere Disney-Parks, also die unteren Einkommensschichten, die können weniger konsumieren. Wir sehen hier die Disney-Aktie im Grunde seit 2014 ein Nullsummenspiel und die Anstiege wieder komplett abverkauft. Und dass die USA noch nicht in eine Rezession gefallen ist, das liegt einzig und allein wahrscheinlich an diesen massiven Ausgaben der US-Regierung, das in Kombination eben mit der Fed. Hier sehen wir, dass das Ganze ja massiv gestiegen ist in Corona, aber jetzt eben wieder fallen wird. Das heißt, wir werden rückläufige Staatsausgaben haben. Und das war etwas, was nämlich dieses Government Spending, was die Wirtschaft natürlich gestützt hat, das wird jetzt nicht mehr der Fall sein. Und jetzt ist eben die Frage, wie geht es dann weiter mit der Migration? Das ist ja das, was Sid Donald, den ich nach wie vor als Favorit sehe für den Wahlsieg im November, was der komplett zurückdrehen will. Jetzt sagt Morgan Stanley, ja, also diese schnelle Immigration in dem letzten Jahr, die hat dazu geführt, dass die Wirtschaft sich besser die Effekte der Zinsanstiege abfedern konnte. Die hat diese Immigration, die hat die Inflation ein bisschen runtergebracht. Wenn hier die Immigrationspolitik sich ändern würde, dann dürfte das Wachstum stark beeinträchtigen. Okay, interessante These. Auf der anderen Seite heißt es jetzt etwa von Thorsten Zwock, der ehemalige Deutschbanker, naja, das ist hier mit diesem Anstieg der Arbeitslosigkeit, das liegt jetzt vor allem an den Migranten eben, denn die Quelle dieses Anstieges ist nicht Jobcuts, sondern es ist ein Anstieg des Labor Supply, also es gibt schlichtweg mehr Arbeitskräfte durch die Migranten, die jetzt da kommen, und der sagt, schaut euch doch mal die Jobcuts an, also das, was wirklich entlassen wird. Wir hören jetzt immer wieder von einzelnen Unternehmen, die Stellen streichen etc., ob Dell, ob Intel, wie sie auch alle heißen. Aber das ganz große Bild gibt das zumindest noch nicht her. Also die Frage ist, was wird jetzt da vor allem mit dieser Migration passieren? Das ist ein interessanter Punkt, genauso wie diese totale Dominanz der US-Aktienmärkte. Ich habe Ihnen hier mal eine Grafik mitgebracht aus dem Jahr 1900. Wie war es denn da? Da hatte die USA 14,9% der globalen Marktkapitalisierung, UK, damals die führende Weltmacht, noch 24,2%, Deutschland 12,4%, jetzt die Amerikaner 60,5%.
5 und dann kommt gar nichts mehr, was irgendwie zweistellig ist. Rest of the World hat 10%. Also es ist dann Europa mit UK ein bisschen, Deutschland 2,1%, finde ich eine sehr interessante Grafik, wie sich die Dinge verschoben haben. Ob das so bleiben kann und wird, das muss sich zeigen. Denn die Wall Street ist ja ein gigantisch großes Casino, das mit Derivaten die ganze Geschichte noch aufgebläht hat. Stichwort Zero-DTE-Optionen. Und die sollen jetzt auch angewendet werden auf den VIX. Also man schafft ein neues Derivat, was wahrscheinlich zu weiteren Unfällen respektive krassen Marktbewegungen führen wird. Die Amis sind da ganz groß dabei. Und eins dieser Finanzinstrumente, wenn man so will, ist ja auch Bitcoin. Die Religionsgemeinschaft Bitcoin ist ja zurzeit wieder schwer aktiv. Nassim Taleb sagt ja, das ist ein rein spekulatives Asset, das gezeigt habe, jetzt bei Krisen, dass es kein Hedge ist, sondern dass es sich eben verhält wie alle anderen spekulativen Assets auch. Für mich ist Bitcoin ein sehr, sehr guter Frühindikator, wie sich dann auch die Aktienmärkte entwickeln. Achten Sie mal drauf. Da haben offenkundig die Herrschaften wirklich Expertise. Achten Sie auf den Kurs von Bitcoin. Einbruch bei Bitcoin hatten wir, dann kommt verzögert Tage später, Minuten später oder vielleicht auch Wochen später der Einbruch der Aktienmärkte. Und umgekehrt, er sagt, diejenigen, die Tulpen shorten, also Bitcoin shorten, die sind noch dümmer als diejenigen, die es kaufen. Finde ich einen ganz interessanten Punkt von Nassim Taleb. Kommen wir jetzt zur Geopolitik. Und die Amerikaner, die sind optimistisch. Laut einem Bericht der Washington Post heißt es hier, das Weiße Haus geht davon aus, dass der Iran jetzt keinen Gegenschlag mehr machen wird, weil die Amerikaner eben den Iranern klargemacht hätten, wir werden alles tun, um hier unsere israelischen Freunde zu verteidigen. Da wird es keine Kompromisse geben. Ich halte das für sehr unwahrscheinlich. Die Iraner müssen schon alleine aus Gesichtswahrungsgründen irgendetwas tun, sonst sind sie im Prinzip oder würden sie ihr Gesicht verlieren und auf einer anderen Ebene oder in einem anderen Gebiet, nämlich Ukraine, Russland. Da gibt es Erstaunliches, da haben nämlich die Ukrainer den Gashub Sucha jetzt unter Kontrolle bekommen. Das ist der Hub, über den Russland nach wie vor Gas nach Europa liefert. Das heißt, wir sind jetzt mehr oder weniger vom Goodwill der Ukrainer abhängig, ob russisches Gas noch nach Europa kommt. Das ist eine interessante Entwicklung. Zu der kommt noch dazu, dass ukrainische Truppen wohl auch in der russischen Region Kursk teilweise hier Geländegewinne erzielt haben. Das alles dürfte diesen Konflikt eher verschärfen als praktisch verharmlosen. Putin dürfte jetzt extrem gereizt reagieren. Die Natural Gas Futures hier in Europa sind deutlich gestiegen und solche Informationen bekommt man am allerschnellsten auf Twitter. Und jetzt haben wir hier so leicht linksautoritäre, faschistoide Charaktere wie Marke Schieritz von der Zeit. Der sagt also, die Plattform von Elon Musk ist eine Gefahr für die Demokratie. Es wird Zeit, dass sich die Staatengemeinschaft hier wehrt. Also er will Twitter respektive X verbieten lassen. Das beste Informationsmedium, das Sie derzeit bekommen, ist Twitter. Da werden Sie linke Kommentare sehen, linke Postings sehen. Sie werden rechte Postings sehen. All das gehört aber dazu. Das ist aus meiner Sicht wichtig. Aber vor allem, wenn geopolitische Ereignisse kommen, Sie kriegen das sofort über Twitter. Auch für mich Twitter ein absolut zentrales Medium. So wie auch zum Beispiel über China. Da erfährt man Dinge über China, die Sie sonst nirgendwo kriegen. Und China kämpft jetzt mit immer weiter fallenden Renditen für Staatsanleihen, weil eben die Konjunktur, weil die Wirtschaft nicht auf die Beine kommt. Flucht in die vermeintliche Sicherheit von Staatsanleihen. Die Peking versucht dagegen zu wirken, aber es hilft nichts. Und Peking lehnt auch einen Rettungsplan des IWF ab von $1 Billion. Weil der IWF eben sagt, passt auf, ihr habt hier ein riesiges Problem mit Immobilien, da ist ein Crash am Start, ihr müsst was tun, wir leihen euch Geld. China sagt, nein, wollen wir nicht. Hochinteressant, werden Sie auch nirgendwo lesen in Deutschland, gerne weiterempfehlen diesen Artikel als erste Empfehlung. Und die zweite Empfehlung, China wieder, da hat man seit 3 Monaten kein Gold mehr gekauft. Ist das eine Gefahr für den Goldpreis, ja oder nein? Zweite Empfehlung und jetzt sage ich Servus und Ciao.